Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angehörwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Marc. Hallo. Marc Hagenbeck, Mentalist und Pummelmann. Egal. Ja, Hast du gerade Pummelmann zu mir gesagt? Wir haben heute den 18. Juli und am 18. Juli hat Vin Diesel Geburtstag. Kennst du Vin Diesel? Ist nicht so ein Pummelmann? Das ist mein Körperdouble, ja, ja. Das ist hier dein Körperdouble? Mein Körperdouble. Ja, für den großen Zeh. Genau. So, aber der ist doch farbig, oder? Vin Diesel. Hast du ist dein großer Zeh farbig? Der ist farbig, ja. Ja, okay. Pigmentstörung. Oh, aber Pigmentstörung ist ja meistens in die andere Richtung. Ja, genau. Vin Diesel hat heute Geburtstag, ist 1967 geboren, heißt eigentlich Mark Sinclair Vincent. Merkt ihr was? Mark, ja, natürlich. Stimmt, ja. Ich bin's. Bekannt aus The Fast and the Furious. Ja, cooler Schauspieler. Richtig cooler Schauspieler. Geht so, naja. 18. Juli ist aber auch noch was passiert. Am 18. Juli 1955 wird der erste Vergnügungspark Disneyland bei Los Angeles eröffnet. Oh, Mickey und Co., wir gratulieren recht herzlich. Also, ja. Gibt's da eigentlich auch der so, steht in Anaheim. Gibt es eigentlich auch irgendwelche... Ah, Kater Carlo ist ja auch so ein Pummelmann. Bei Disney, oder? Der Themenpark rund um Mickey Maus und Donald Duck hat eine Fläche von 122 Quadratkilometern. Ja. Einer, der vorher auch ein Pummelmann war, aber dann später nicht so pummelig war, war dann Nelson Mandela. Der ist ja ins Gefängnis gekommen, irgendwie, weil er Bürgerrechtler war, glaube ich. Achso, ich dachte, er wäre zu pummelig gewesen. Nicht, weil er zu pummelig war. Bürgerrechtler war in Südafrika und am 11. Juli ist der Gedenktag, da ist der Nelson Mandela Tag, seit 2009 in Südafrika. Ja, genau. Gut. Kennst du noch die Bilder, bevor und nachdem er aus dem Gefängnis ist? Ja. Also bevor war er wirklich ein bisschen pummelig. Ja. So, also hat nicht so ein Bart wie du gehabt und so eine Mütze, aber war nicht so weiß wie du. Aber grundsätzlich Nelson Mandela war nicht so weiß wie ich. Ach. Ja. Und später war er halt wirklich so, ist ja klar. Na gut, Gefängnisaufenthalt, ne, und der ganze Stress und so, klar. Schlaucht ein bisschen. Zerrt wahrscheinlich. Ja, ja. Einen, ne? 18. Juli ist aber noch was? Ja, 18. Juli 1870. Das erste Vatikanische Konzil nimmt das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen an. Ach so, an. Da, an. Ja, okay. Es legt es nicht ab, es nimmt es an. Okay, ja. Verstehe. Ab da gilt halt die Entscheidung, das, was der Papst sagt, als unfehlbar. Muss richtig sein. Ja, genau. Ja, genau. Der Papst sagt, ist eine Scheibe, ne? Wenn er sagen würde. Ja. Wenn er sagen würde, ist eine Scheibe Brot, mehr, dann ist er auch doof, ne? Weil dann sagst musst du ja... Was sagst du denn heute hier? Du isst doch ganz gern, oder? Das sieht man vielleicht nicht, aber ja, es stimmt. Ja. Nur weil du ein bisschen Sport machst mit deinem blöden V-Block da, ey. Junge. Käse. Also Käse ist schon wieder blöd, ne? Weil... Das ist ja wieder was zu essen. Naja, okay. 18. Juli war das heute. Wir sehen uns wieder am 19. Juli. Bis dahin sag ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.